Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Fußball-Podcasts. Ich habe eh schon wieder ein schlechtes Gewissen, dass ich mich nur mehr alle heiligen Zeiten im Rahmen dieses Formats melde. Aber dafür verspreche ich Ihnen, also Sie sehen ihn eh schon, dass der Hauptdarsteller ein umso hochkarätigerer ist. Er hat wirklich was erlebt und weiß einiges zu erzählen. Ich freue mich sehr, dass wir bei ihm im Allerheiligsten zu Gast sein dürfen. Servus, Stefan Mayrhofer. Servus. Also bis jetzt haben es noch nicht viele zu mir heimgeschafft. Ja, ich bin fast ein bisschen ergriffen, muss ich sagen. Ich muss aber jetzt fairerweise auch dazu sagen, wir haben sie irgendwie auch selber eingeladen. Also ich war schon ein bisschen lästig, dass wir es hierher geschafft haben. Ich weiß das aber auch. Ich habe es im Unterton erkannt, habe gehofft, jetzt hat der Betrieb, wo wir hingehen wollten, leider Urlaub, aber ich sage, komm, jetzt kommt es zu mir. Wollen wir das erklären, wo wir eigentlich drehen wollten? Das ja, du wolltest spannende... unbedingt ins ehemalige Gasthaus von meinen Eltern. Ja, das werden wir leider letztes Jahr auch verkauft haben zu Corona-Zeiten, aber die haben jetzt leider Urlaub, genau die Woche. Aber ich glaube, bei mir. Also wir haben eine würdige Ersatzlocation gefunden. Magst du irgendwas preisgeben über die Location? Wir verraten natürlich nicht, wo wir genau sind, aber Sie sehen es eh, es ist richtig fest da. Du, ich wohne jetzt seit ein paar Jahren, also meine Eltern, ich habe das Haus meiner Eltern gekauft 2008, seit 2009 wohnen meine Eltern hier und ich habe jetzt vor ein paar Jahren oben drauf gebaut und bin jetzt gerade am Fertigstellen. Du hast es ja selber gesehen, es ist noch ein bisschen Baustelle außen, die Fassade ist jetzt quasi fertig, die Terrasse wird jetzt noch gemacht und im Garten ist eigentlich eh immer genug zum Tun. Alles klar, können wir die nächste EM-Abschlussfeier bei dir in Form einer Poolparty machen? EM ist ja dann nicht so wie die WM im Winter. WM war im Winter, ja, dann müssen wir wirklich auf die nächste EM warten. Dann machen wir Punschparty. Aber ich war gestern vielleicht noch mit Eislaufen. Ich war gestern noch baden, also der Pool ist noch beheizt. Nach dem Laufen perfekt, 27, 28 Grad. Der Teich ist schon sehr frisch, aber für die Beine unten hervorragend. Ansonsten Platz wäre genug da, dass wir so eine kleine Krone-EM-Party bei mir starten können. Du hast jetzt, ich weiß nicht wie viele Zeugen, aber du hast sie. Wir werden dich gerne festnageln darauf. So, wir wollen ja überraschenderweise über Fußball sprechen und über die sehr bewegte Karriere des Stefan Mayrhofer, die ja de facto noch nicht zu Ende ist. Also eigentlich ist es ja unfair, dass ich dich zu diesem Podcast einlade, in dem es ja eigentlich darum geht, die alten Geschichten aufzuwärmen, aber du bist ja trotzdem prädestiniert. Über die alten Geschichten kann man jederzeit reden. Jederzeit reden und es macht doch Spaß und ich glaube, ich habe wirklich aufgrund von meinem Alters natürlich auch einiges erlebt, zum Glück auch erreicht, aber es macht immer wieder Spaß, auch in der Vergangenheit zu schwenken und über Sachen zu sprechen, weil es wirklich schöne Erlebnisse waren und sind. Natürlich hat es auch nicht so schöne Erlebnisse gegeben, aber ich glaube, das gehört zu jeder Karriere dazu und von dem her stehe ich heute Rede und Antwort. Und es war in der Vorbereitung auf dieses Interview auch für mich wirklich eine Challenge, die hoffentlich richtigen und wichtigsten Episoden aus deiner Karriere herauszubieten. Die erste große Herausforderung war schon, wo steige ich überhaupt ein? Weil es hat sich ja schon wahnsinnig viel getan, bevor du so richtig ins Profigeschäft überhaupt gegangen bist. Ich schlage allerdings vor, ich hoffe, das ist in deinem Sinne, dass wir damit starten, dass ich dich mit einer Legende eigentlich konfrontiere. Nämlich mit der Legende, dass du als, weiß ich nicht, 22, 23-jähriger Kicker zu einem gewissen Peter Schöttl gegangen bist. Und gesagt hast, lass mich bei Rapid kicken. So ist sie zumindest sehr flapsig überliefert. Wie war das tatsächlich? Und ist es ein würdiger Einstieg in deine Fußballerkarriere, deiner Meinung nach? Ja, war sicher ausschlaggebend für mich auch. Ich habe damals viele Vereine kontaktiert per E-Mail und habe die Telefonnummer von Peter Schöttl damals bekommen über einen Bekannten. Und war halt. Oder so, er war damals Rapid-Sportdirektor. Er war damals Sportdirektor, genau. Und so wie ich bin, einfach auch direkt Telefon angerufen. Habe gesagt, wer ich bin und ob er nicht quasi Platz für mich im Kader hätte. Ich sag, du, Profis nein, aber du kannst gerne bei den Amateuren. Ich sage, die Amateure brauche ich nicht. Ich war bei der Wiener, dritte Liga. Wenn, dann möchte ich Profi sein und Profi werden. War halt bei Rapid damals nicht möglich. Und ist aber dann vielleicht auch gut so, weil sonst wäre ich, glaube ich, nie nach Deutschland zu den Bayern gekommen und habe dann von dort quasi mich über die ein oder andere Station dann so Rapid durchgewurschtelt. Also Peter Schöttl kriegt ja in launiger Runde genau diese Episode eh immer wieder um die Ohrwascheln kaut sozusagen, womit wir im Jahr 2005 angelangt sind. Da wechselt nämlich Stefan Mayrhofer in die große weite Fußballwelt zu Bayern München. Wie ist der Deal überhaupt vonstatten gegangen? Ich habe damals über einen Berater, der einen Daniel Sikorski nach München gebracht hat, damals über meinen ehemaligen Trainer Erich Hausmann, der in St. Pölten sein Trainer war von Daniel Sikorski, den Manager kontaktiert. Der hat mir dann ein Probetraining bei den Bayern organisiert und in dem Probetraining war ich dann glücklicherweise körperlich und physisch so gut, dass dann Hermann Gerland einfach gesagt hat, komm, den nehmen wir mit, eine Woche auf Trainingslager und dann schauen wir uns mal genauer an.
Und in der Woche waren dann auch drei Testspiele. Gegen Dortmund 2 war jetzt nicht so überragend das Spiel. Dann gegen so eine Kreisauswahl habe ich gleich drei Tore gemacht. Und dann im entscheidenden Spiel um Platz 3 gegen Hertha BSC, wo auch Kevin Prinz-Boateng gespielt hat und solche Konsorten damals bei Hertha, habe ich ein Tor vorbereitet, ein Tor gemacht. Und nach dem Spiel sind dann quasi auch die Verantwortlichen von Hertha BSC, weil die haben ja gewusst, auf dem Spielberichtsbogen steht oben Testspieler, Leihspieler. Ob der Hermann zum Gerland, nehmt sie den Langen? Und der Hermann hat gesagt, das hat mir dann danach der Thorsten Fink so erzählt. Klar, nehmen wir den Langen. Hast du gesehen, wie der marschiert? Genauso einen brauchen wir. Und dann habe ich nachher, zwei Tage später, einen Zweijahresvertrag bei Bayern Amateur unterschreiben dürfen. Nur damit ich weiß und damit die Zuschauer wissen, was sie erwartet und was mich erwartet, hast du jede einzelne deiner Stationen so detailgetreu abgespeichert? Weil dann können wir womöglich den Sonnenuntergang auch. Ich habe kein Problem damit. Also wir haben Zeit. Aber ich finde das immer wieder beeindruckend. Die Erfahrung mache ich schon immer wieder, wie ihr ehemaligen oder immer noch aktiven Profis eure Stationen abgespeichert habt. Wenn ich an meine persönliche Karriere denke, kann mich erinnern, dass wir mit Frau Hort gegen Koberstorf 1-0 gewonnen haben. Viel mehr weiß ich nicht mehr. Aber das brennt sich offenbar ein. Absolut, weil das in meinem Leben auch so ein ausschlaggebendes Ergebnis war, Erlebnis, wo du einfach sagst, Das vergisst du einfach nicht. Ne? Wenn du dort auch mit einem, der leider schon verstorben ist, Gerd Müller, auf den Tisch sitzen darfst, der war dann eineinhalb Jahre mein Co-Trainer und mit dem habe ich Stunden in Hotels und in Bussen verbracht und da hast du dich immer wieder austauscht und am Trainingsplatz. Und das sind einfach so Sachen, die du dann einfach auch nicht vergisst. Und wenn dir das dann auch nach dem Spiel oder nach dem Trainingslager auch ein Thorsten so erzählt, der damals dann auch mein Kapitän war, wie das dann wirklich dann passiert ist, und der sich dann auch für mich gefreut hat, also das hast du dir verdient, das hast du dir erarbeitet, ne? Und ich soll halt auch so weitermachen, dann vergisst man das einfach auch nicht, ne? Und das prägt sich dann ein. Und Stefan Meyerhofer hat es ja schon angeteasert, damals mit sehr ruhmreichen Namen oder zumindest solchen, die sich später als solche herausstellen sollten, zu tun bekommen. Hermann Gerland ist schon gefallen, der Name Gerd Müller, Thorsten Fink, aber natürlich auch Hummels, Guerrero, also das waren schon, Guerrero war glaube ich der dann gegen Rapid in der Champions League das Tor hineingenudelt hat, also das waren keine ganz schlechten des Weltfußballs. Nein. Aber du, Entschuldigung, wenn ich da diese Steilvorlage noch hinhauen darf, ich glaube, du sagst selbst, der eigentlich herausragende Kicker damals war ein gewisser Daniel Sikorski, Österreicher. Ja, Daniel war bis zu seiner ersten Verletzung unglaublich. Da hat Bayern einfach auch, was das Scouting betrifft, quasi das, was jetzt Red Bull Salzburg macht, hat damals die Bayern einfach. Er war damals auch auf dem Zettel bei Inter Mailand, war dort auch auf Probetraining, hat sich aber dann aufgrund seiner Schulausbildung auch für den Weg nach München entschieden. Auch wegen der Sprache, natürlich Bayern München ist Bayern München, er war auch oder ist ein riesen Bayern München Fan. Und das hat mir eigentlich leid, weil wir ein gutes Sturmduo waren. Er war jetzt nicht ganz so schnell wie Jimmy Hoffa, aber ich habe mich mit Daniel auch genauso gut verstanden und wir haben wirklich viele Tore gemacht und richtig gute Partien abgeliefert, eben bis zu seiner Verletzung. Und dann hat er quasi fast ein Jahr gebraucht, bis er wieder so in die Spur kommt. Und dann haben wir eigentlich nur noch hinten raus ein paar Spiele miteinander bestritten. Dann bin ich halt nach eineinhalb Jahren dann nach Koblenz gewechselt. Ne? Aber die Zeit mit Daniel war immer intensiv, lustig. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht und war auf jeden Fall auch einer der besten Spieler, mit denen ich vorne aufgeigen habe dürfen. Noch schnell einen Satz vielleicht zu Hummels, weil dann müssen wir schauen, dass wir Meter machen und dass wir weiterkommen. Wie viele seiner Außenristpasses hast du verwerten können? Anders gefragt, ein wie dankbarer Abnehmer seiner Außenristpasses warst du? Also man hat damals schon erkennen können, was für ein Potenzial er hat, aber er war sich dessen noch nicht so bewusst. Er war noch ein junger Bursch, der natürlich oben dabei sein hat dürfen und hat bei uns bei den Amateuren immer wieder auch eben so Außenrissbässe rausgehauen und den Hermann draußen, glaube ich, zu Weißglut gebracht. Aber die Qualität war damals schon erkennbar und die Karriere, die er jetzt gemacht hat, Hut ab und auch ein toller Typ. Also wie gesagt, wir haben immer viel Spaß gehabt, auch wie wir auf Trainingslager waren, Pokerabende und so, Musik gehört. Also der war immer auch bei jedem Spaß dabei. Und ich glaube, so ist er heute auch noch. Ich nehme nicht an, dass ich dich mit der nächsten Quizfrage in dem Fall aufs Glatteis führen kann. Probieren tue ich es zumindest trotzdem. Okay. Was ist denn in der Karriere des Stefan Meyerhofer am 28. Oktober 2006 passiert? Das war die Einwechslung gegen Eintracht Frankfurt in der 89. Minute. Und bin reingekommen für den Claudio Pizarro, der auch immer wieder einen guten Spruch drauf gehabt hat, aber das war für mich auch einfach, ich bin damals zu den Amateuren gekommen und mein Ziel war, dass ich früher oder später einmal für die Profis spielen darf. Und dieses Ziel habe ich mir selbst erarbeitet
Und dann damals noch von 69.000 Zuschauern im ausverkauften Allianz Arena, Stadion ist Bundesliga Hütteldorf, auflaufen zu dürfen, war schon ein sehr spezieller Moment in meiner Karriere. Trainer Felix Magath, der hat was von dir gehalten? Oder war wie wahrnehmbar als Spieler? Also so wie der, ich bin ja noch immer bei Sie mit ihm, wie der Herr Magath einfach ist, ein Fußballfachmann, für mich sondergleichen. Jedes Mal wieder, wenn ich ihn getroffen habe, man sich ausgetauscht hat und über Sachen gesprochen hat, ist das so dieser Respekt einfach. Ne? Wenn man einfach die Karriere von ihm einfach so Revue passieren lässt, was der alles als Spieler und als Trainer erreicht hat, und man sich dann mit ihm einfach austauscht und dann einfach er da sitzt und den Tee trinkt und rührt. Und ich halt einfach als Spieler wahrnehmen habe dürfen, was für ein beinharter Trainer er dann einfach am Trainingsplatz ist. Unglaubliche Person. Ich bin extrem dankbar, dass ich ihn in meiner Karriere als Trainer haben habe dürfen, weil er mir auch einiges gezeigt hat und auch mit seiner Art und Weise, wie das rübergebracht hat, glaube ich, für mich auch extrem wichtig war damals. Alles klar, so jetzt stehe ich tatsächlich in der Fragestellung vor der Herausforderung, nicht zu wissen, wo man jetzt einen Cut machen kann und was man vielleicht ein bisschen flapsiger formulieren kann. Können wir nach deinem Dafürhalten die Stationen Koblenz und Greuther Fürth in einem Aufwaschen behandeln? Weil dann wird es ja richtig spannend, was Österreich angeht. Also was muss man über die Doppelstation Koblenz-Fürth wissen? Ich wollte einfach damals, ich hätte verlängern können bei den Bayern. Halt leider nur für die zweite Mannschaft. Und ich habe halt damals den Hermann auch erklärt, den Gerland, ich möchte halt zweite Bundesliga spielen, weil ich halt auf mich aufmerksam machen möchte, aufgrund der Heim-EM 2008. Und dann bin ich halt eben nach Koblenz gegangen, habe dort mitgeholfen, nicht abzusteigen. Das hat funktioniert. Bin dann von Bruno Labbadia kontaktiert worden, der mit Fürth einfach ein Team aufbauen wollte, das um den Aufstieg mitspielt. Was dann eigentlich auch relativ gut funktioniert hat für die Mannschaft. Für mich persönlich nicht, aufgrund meiner Verletzung. Und deswegen ist dann im Winter 2007, 2008 der Anruf aus Hütteldorf gekommen. Ali Hördnagel hat dann dort die Zügel gehabt mit Peter Backhult. Und die waren ein Punkt hinter Red Bull Salzburg. Es waren noch 12 Spiele. Und ich habe gewusst, da kann ich um einen Meistertitel mitspielen. Und ich wollte einfach immer um den Titel mitspielen. Und es hat dann leider nicht mit der Heim-EM 2008 geklappt. Auch aber ein Thema, das da draufsteht natürlich. 2008. Das Frühjahr war für mich einfach ein irrsinniger Push und mit Rapid gemeinsam leider bis dato der letzte Meistertitel, der nach Hütteldorf gegangen ist. Eine unglaubliche Zeit, die ich dort erlebt habe. Also die 1,5 Jahre bei Rapid waren für mich persönlich mit Abstand, glaube ich, was die Tore angeht, meine beste Zeit der Stimme. Aber da muss ich dich jetzt schon ein bisschen bremsen. Jetzt müssen wir das Abenteuer Rapid natürlich schon ein bisschen aufdröseln. Das war ein Abenteuer, definitiv. Da war schon einiges dabei. Also ich denke an dein Debüt gegen Hüfmer Sturm Graz, glaube ich, Einwechslung für Mario Basina. Richtig spannend wird es dann im März 2008 beim Wiener Derby, das Phantom von Hütteldorf wurde geboren. Was fällt dir denn dazu? Also mein erstes Spiel für Rapid habe ich gemacht in Kärnten. Kärnten. Gegen Austria Klagenfurt. Mhm. Jimmy Hoff hat damals ein unglaubliches Tor gemacht. Ich habe mit Kunstrasenschuh gespielt, mein erstes Bundesligaspiel, weil das Stadion keine Rasenheizung damals gehabt hat und der Platz nicht bespielbar war sonst. Wir haben es aber durchdrücken müssen, weil ja kein Platz mehr war mit der Heim-EM und. Jetzt haben wir da damals gespielt. Mein erstes Tor habe ich gegen Sturm Graz damals dann gemacht. Ach, das genau. Tor war das erste, sowas. Und ja, dann danach. Mein erstes Derby, ich war eigentlich richtig angepisst und angefressen, dass ich nicht von Beginn an spielen habe dürfen. Aber ich glaube, da hat man einfach auch dann den Trainerfuchs Peter Backhult gesehen, weil er gewusst hat, wenn ich ihn lange draußen lasse, dann bringt man in der letzten halben Stunde, glaube ich, alles und kann die Partie entscheiden. Und genauso ist dann gewesen mit meinen zwei Toren. Ich habe damals halt mit Maske spielen müssen, aufgrund meiner Nasenbeinfraktur. Und die Woche war eigentlich sowieso speziell, weil wir unter der Woche das Derby hatten und dann am Ostersonntag das Spiel gegen Red Bull. Da nehme ich dir vielleicht auch jetzt eine Frage vorweg. Allerdings. Was dann auch quasi oder in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Und das waren einfach unglaubliche Wochen und Monate im Frühjahr, wo für uns als Rapid-Mannschaft extrem viel aufgegangen ist. Ich habe damals noch im Lokal meiner Eltern hin und wieder auch ausgeholfen und mitgeholfen. Und da war ein Stammgast, ein riesen Rapid-Fan. Ja, und hin und her, und wenn wir Meister werden, sag ich, du, von den 12 Spielen, wenn wir 10 gewinnen,
wir waren Meister und wir haben 11 gewonnen und ja, war einfach ein unglaublicher Lauf. Ich mag dich noch kurz auf diese Phantomgeschichte ansprechen. Ich weiß nicht, ob die Causa wahrscheinlich für dich eh schon verjährt ist und ich weiß auch nicht, wie viel du darüber noch sprechen magst. Ist eh dir überlassen. Ich stelle die Frage trotzdem, weil in der Vorbereitung auf dieses Interview mein Kollege Markus Rattenböck, liebe Grüße Ratti an dieser Stelle, mir einen Ausdruck aus dem Jahr 2008 unter die Nasen gelegt hat und hat gesagt, schau her, was ich damals geschrieben habe für eine Geschichte, was der recherchiert hat, nämlich dein spezielles Verhältnis zu Rubin Okotie damals. Der hat ja im darauffolgenden Derby, glaube ich, ein oder zwei Tore gemacht und dann sich revanchiert mit diesem Maskenjubel und dann so verbal, basierend auf dieser Geschichte zumindest beruht diese Annahme, ein bisschen die Fetzen geflogen zwischen Okotie und dir. Was war denn da los? Ja, also es war ja dann eigentlich nur mehr noch so medial. Da hat man sich ja einmal den Ball hingehauen, einmal den Ball und ich habe kein Problem mit Rubin. Wir waren damals Spieler, er bei der Austria, ich bei Rapid, die einfach auch ein bisschen Derby anheizen wollten. Und ich glaube, da wären viele Rapid-Fans, aber auch Austria-Fans froh, wenn sie solche Spielertypen in ihnen rein hätten, die dann vielleicht auch ein bisschen was für die Stimmung machen. Ja, ihr natürlich noch dazu, weil ich glaube, das ist schon so ein bisschen auch abgeflacht. Ne? Da geht ja vielleicht jetzt ein bisschen was auf Facebook oder auf Instagram raus. Ne? Aber so medial dann selber. Und ich habe auch das letzte Derby im Horststadion live miterlebt. Da hat mich der Thomas Teufel vom BFI eingeladen. Und da habe ich eigentlich gedacht, ein schwaches Derby. Da ist keine Mannschaft, die so richtig gewinnt. Und das war bei uns damals schon anders. Und da war noch viel mehr Feuer drinnen, was jetzt nicht die Fanlage angeht, sondern auch am Platz. Da sind die Fetzen einfach geflogen. Da hat es Karten gegeben, da ist man am Platz einfach gegangen und hat dem anderen vielleicht auch mal seine Meinung gesagt. Ne? Nicht immer unter der Gürtellinie, manchmal vielleicht schon, ja, aber so ist Fußball. Ne? Aber nach den 90 oder 95 Minuten hat man sich dann auch wieder abklatschen können, hat sich in die Augen schauen können. Ne? Und ich glaube, das ist ja halt auch immer das Wichtige. Dass man das sagt, ist okay, mit Okotie nach wie vor so, nämlich. Absolut, ja, ja klar. Der hat mich auch zu seiner Eröffnung eingeladen vom Lokal. Es hat dann leider bei mir wegen was anderem nicht geklappt. Aber da sind die Wogen geklettet. Und ich glaube, wie gesagt, das hat damals auch so ein Derby ausgemacht, dass man sagt, okay, man heizt es ein bisschen auch an. Habe ich damals auch sehr viel Spaß dran gefunden und Unterhaltung dran gehabt, das ein oder andere Interview zu geben und vielleicht auch mal so einen rauszuhauen. Da bin ich, glaube ich, auch mit den Jahren ruhiger geworden, was das Alter betrifft. Da ist ein oder andere graue Haare dazugekommen. Ja, da muss man aber sehr es genau hat schauen, in der Zeit damals schon Spaß gemacht. Und ich glaube, das würde dem Fußball heutzutage auch hin und wieder gut tun, wenn solche Typen noch vermehrt da wären. Alles klar. So, die nächste Frage würde ich gern folgendermaßen gestalten. Ich schmeiß dir ein Stichwort hin und dann glaube ich, kann ich auf einen Kaffee oder eine Runde schwimmen gehen, weil darüber kannst du wahrscheinlich eine eigene Podcast... Ein paar Meter Holz unten zum Schwimmen. Ja, oder irgendeinen Haken kannst du mir geben für die nächsten 10 Minuten. Darüber kannst du, glaube ich, locker eine eigene Podcast-Serie gestalten. Dein Thema lautet Ostersonntag 2008. Ostersonntag 2008, also es fängt einmal so an, dass wir am Samstag in Hütteldorf wegfahren sind, meine Mutter eine Bananenschnitte gemacht hat. Oh. Und wie wir vom die Start haben wir übrigens auch kennengelernt, die Mutter. Ich darf das schnell ausplaudern. Meine erste These war, das kann unmöglich die Mutter sein. Da ist irgendein Tippfehler in der Geburtsurkunde. Ne? Ja, irgendeine Affäre oder was. Ja, ja. Na, hat sich gut gehalten, meine Mutter. Ja, ja. Hat uns damals verköstigt und wir sind von Hütteldorf weggefahren und wie wir Auhof auf die Autobahn auffahren, war die Bananenschnitte schon weg. So gut war es. Also der Weg Proviant bis nach Salzburg hat nicht ganz das gereicht. Ist professionelle Vorbereitung. Ja, aber... Hat der Backhult mitgekriegt? Der hat auch ein Stück gegessen. Ja, wirklich? Der Zocki ist nochmal hintergekommen, wollte noch ein Stück haben, aber es war dann schon alles weg. Also was jetzt, Peter Backhult? Wir dachten immer, du bist der harte Hund und lässt nichts durchgehen und dann wird Bananenschnitten gegessen. Ja. Es waren noch andere Zeiten, ja. So hat das eigentlich angefangen. Bier vielleicht dazu? Na, Bier hat es keins geben. Ich trinke sowieso kein Bier, muss mich glutenfrei ernähren. Ich weiß dann auch noch, dass wir in einem Hotel waren, was drinnen so einen leichten Sportplatz gehabt hat mit Kunstrasen. Da haben wir am Vormittag das Aktivieren gemacht und haben noch so ein bisschen so Kleinfeldfußball gespielt. Und was dann abgegangen ist, dort im Stadion mit der Kulisse, der Kunstrasen, war oder habe ich in meiner Karriere so bis dato auch noch dann, glaube ich, nie wieder wirklich so erlebt, dass man einfach sagt, okay, in den ersten 20 Minuten die ersten 4 Schüsse, alle waren drinnen, dann kurz vor der Halbzeit noch das 5. gemacht. Du hast, glaube ich, 2 gemacht vor der Halbzeit, oder? Genau, ja. Und dann kommst du in die Kabine, alle da oben von Adrenalin und Freude und allem drum und dran. Und ich glaube, er hat selber auch nicht gewusst, was er eigentlich sagen soll. Er hat dann halt ein bisschen beruhigt, die Jungs runter zum Holen und hat dann, glaube ich, auch so halt so Floskeln rausgehört, von wegen, das Spiel ist noch nicht vorbei und wir müssen aufpassen, und wenn jetzt Salzburg rauskommt und vielleicht gleich ein Tor macht,
dann könnte es nochmal eng werden und wir schauen uns halt alle an, es steht 5-0, ja? Also wir lassen uns das heute nicht mehr nehmen. Ne? Also das war mein Gedanke, was die anderen dachten, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich habe halt schon in den Gesichtern von meinen Kollegen gemerkt, dass wir uns das heute nicht mehr nehmen lassen und dann sind wir halt eben rausgegangen. Es wird zurückgespielt auf Hannes Eder, langer Ball auf mich, ich verlängere, Jimmy Hoffer, zack, bumm, 6-0 nach 7-8 Sekunden, zweite Halbzeit. Und dann haben wir auch nur mehr noch lachen müssen. Das haben wir auch gesehen beim Torjubel von Jimmy, wie er lacht. Und Barkholt hat sich explizit bemüht, sich nichts anmerken zu lassen. Dem war es fast unangenehm, wie ihm die Kamera beim Lachen erwischt hat. Und ich glaube dann auch aus Respekt als Trainer, seinem Trainerkollegen gegenüber, und das war halt dann auch Giovanni Trapattoni, wollte sich das halt dann auch dementsprechend nicht so anmerken lassen, was dann in den Videos natürlich auch dann zusammengeschnitten worden ist, halt dann auch immer wieder lustig rüberkommt. Aber für uns als Mannschaft, als Spieler, war es ein absolutes Highlight. Also absolut spannend, dir zu lauschen. Ich glaube, wir müssen da mehrere Teile machen, sonst kommen wir gar nicht weiter. Also es gäbe dann natürlich noch den Meistertitel 2008 zu besprechen, den hast du eh schon angeteasert. Es war dann, glaube ich, ein 13-0 gegen Altach im Hanapi-Stadion, das dann alles fixiert hat. Das Jahr 2008 war überhaupt erstaunlich ereignisreich in deiner Karriere. Auch deswegen, weil ich jetzt nämlich ein bisschen ein unangenehmeres Thema ansprechen muss, und das ist die verpasste Europameisterschaft 2008. Liege ich sehr weit daneben, wenn ich dir jetzt einmal ganz frech unterstelle, dass das in schwachen Stunden immer noch ein bisschen nagt an dir, dieses Thema? Ja, ich war jetzt bei euch im Sommer eingeladen und habe das ein oder andere Spiel mit dir kommentieren dürfen. Und wenn du dann einfach sagst, EM, großes das Vergnügen ist übrigens, für mich zumindest, ein Highlight, und da selber als Spieler dann vielleicht nicht die ein oder andere Minute zu bekommen, tut schon weh, war extrem bitter damals. Ich habe es dann einfach schade gefunden, weil ein Kickesberger damals zu mir in einem Einzelgespräch gesagt hat, dass sich zwischen mir und Marc Janko entscheidet. Und im Endeffekt waren beide nicht dabei. Und das kränkt mich dann einfach schon, weil ich bin schon auch einer, der so erzogen worden ist, dass wenn ich was sage, dann dass ich dazu stehe. Und das ist halt in dem Fall dann einfach nicht so der Fall gewesen. Da ist mir was Falsches versprochen worden. Ich wäre gut drauf gewesen, ich war topfit. Ich glaube, ich war quasi in der Verfassung meines Lebens damals. Habe den positiven Schwung von Rapid mitgenommen. Habe das aber dann nachher auch umgemünzt. In positive Energie und habe dann danach im Herbst doch einige Tore für Rapid gemacht, wichtige Tore. Nur für die Champions League Quali hat es nicht gereicht. Leider. Das war mit Famagusta ein Trauerspiel sondergleichen. Da werden wir irgendwann noch drauf zurückkommen, auf das Thema Champions League Quali. Ich entschuldige mich jetzt schon. Nein, das gehört ja dazu und das ist auch so. Ne? Möchte halt noch den Marc noch erwähnen, den hat das, glaube ich, damals auch sehr gewurmt, nicht dabei zu sein, und hat dann auch an sich gearbeitet und hat dann auch eigentlich eine unglaubliche Saison hingelegt mit Red Bull und mit damals 39 Toren. Also auch unglaublich. Ne? Hickersberg, glaube ich, sieht ja in der Zwischenzeit sogar anders, deine Nicht-Nominierung. Er hat sich damals 2016 bei mir, wie das war, bei der EM, waren wir gemeinsam im Interview in St. Pölten, hat das mir dann damals gesagt, dass er nach 15 Minuten beim Kroatien-Spiel am Anfang schon gewusst hat, es war ein Fehler, dass er mich nicht mitgenommen hat. Ja, noch einmal ein Stich in eine offene Wunde. Schade leider.